Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wie immer auf der Kornwelt unterwegs. Unser 16-fach Karte, ich hätte fast 17-fach gesagt. Nee, 16-fach Karte. Wir sind bereits in Folge 225. Ich nehme wieder so zwei, drei Folgen am Stück auf. Deswegen werden wir jetzt mal flink schauen, wo wir hier geblieben sind mit unseren Jungs. Ein, zwei Sachen wieder frisch starten. Okay, hier können wir auf jeden Fall schon mal sagen, wenn ich hier starte, wird er rumweinen, dass er, ne? Aber sein Kollege müsste irgendwo stehen. Da ist er, ja. So, bisschen schnelle Laufen an. Bisschen reingehüpft, bisschen rangefahren. Dann sieht das schon mal gut aus, glaube ich. Hier werde ich auch gleich wieder in den Drescher reinspringen. Damit ich, richtig stehe. Und ich glaube, der wird auch nur noch einmal hinterher geleert. Und danach können wir hier auch den Streudünger fahren lassen. Das ist doch schon mal super. Wenn ich hier auch glatt hust, sehe nichts. So, also hüpfen von hier aus weiter. Der macht Pause, der muss nichts machen. Der muss noch eine ganze Menge machen. Der muss momentan nichts machen. Der nicht und der auch nicht. Ein bisschen rausgerollen. Saatmaschinen sind momentan keine unterwegs. Der freundliche Kollege, da müssen wir aber nur mal einstellen und gucken, dass er richtig losfährt. Er hat aber seine Bahn mit hin und her fahren hier einigermaßen gut hingekriegt. Deswegen bin ich hier eigentlich guter Dinge, muss ich sagen. So, Biogas, ja, das ist immer unser Deckenpferd, ne? So, gucken, ob wir den vorderen voll kriegen. Ne, also voll ist er auf jeden Fall definitiv nicht. So, die beiden Road Trains sind schon, glaube ich, durch mit der Arbeit. Ja, er, muss jetzt warten, dass der freundliche Junge hier fertig wird. So, gut. Ja, damit sind wir gefahren. Und zwar haben wir die Lage durch die Gegend gefahren, wenn ich mich nicht täusche. So. Bin mir nicht sicher. Deswegen gucken wir sicherheitshalber mal. Das heißt, wir müssten hier oben irgendwo in ein Fahrzeug einsteigen. Da. Aussteigen. Mal kurz gucken, wie es hier aussieht. So, Biomasse ist voll. Ja, das war alles richtig. So, jetzt hüpfe ich natürlich nochmal durch. Ja, ich weiß, nicht so das Geschickteste. So, da steht er auf dem Feld. Da steht er. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal hier runterfahren. Oh, hatte ich den schon angemacht, jetzt wieder abgewürgt. Einmal. So, ich glaube, dass es auf jeden Fall wohl nicht verkehrt ist, wenn wir noch eine Ladung, also Mist oder Getreide, eins müssen wir noch rüberbringen. Bin mir nicht sicher, wer mit was dran ist. Okay, er ist angekommen. Gut, nee, machen wir erst ihn hier. Die Kiste aus, das aus. Ich weiß nicht, warum man seine Allradgeschichte ausmacht, dann kommst du doch nirgends hin, mein Freund. Du musst das schon richtig machen. So, jetzt ziehen wir hier schön mal eine Runde durchs Gefeld hier, hätte ich was gesagt. Hier rum. Weil wenn ich jetzt hinten die Gülle abgebe, dann kann ich auch sehen, ob wir da noch Mist hinfahren müssen. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Getreidesorte hier drüben. So, mit ihm können wir dann auch gucken, ob wir noch Wasser nachfüllen in die in diese Saatgutproduktion. Das ist noch der nächste Punkt. So, hier können wir schon ein bisschen langsamer werden. Kommen wir hier nicht rum. Wunderbar. Ah, wow, zieht der Trailer sich schon wieder ein, ey. So. Ich würde sagen, während ich das Ganze hier abpumpe, steige ich mal aus und mache mal die Hilfe an. So, da sehen wir fest, so Substrat ist eindeutig weniger da. Hier muss also eindeutig auch eine Ladung Mist noch hin, dass wir hier Größenverhältnisse gleich haben. Dann würde ich sagen, skippen wir doch hier mal flink durch.
Wir hatten doch hier einen der passenden Kollegen stehen. Hier haben wir ihn doch schon. Der holt sich jetzt mal eine Ladung Mist ab. Kann er gleich wieder hinfahren. Bei Mist haben wir ja auch noch satt und schmutzig. So, ich glaube, so stehe ich drunter. Ja, wunderbar. Klappt. Klappen zu, klappt auch. Ja, klappen, klappen ist auch schön, ne? Ja, ich weiß. Hilfe mal kurz aus. So, dann Hof zu Düngeproduktion. Vielen Dank, da haben wir es. So, ersten Wegpunkt einstellen und am Schluss anhalten. Sehr gut. Er ist jetzt in der Zeit leer, das ist auch sehr gut. Ich glaube, hier hinten konnte ich schön in eine Runde fahren. Ja, wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wasser wir hier an Bord haben. Ich weiß auch nicht, was für eine Quote ich mir versau, wenn ich hier wie viel Wasser anliefere. Ich stelle jetzt erstmal hier an den Wasserabnehmer, aber ich weiß tatsächlich jetzt echt noch nicht, ob ich der tatsächlich das brauche. So, deswegen werde ich jetzt irgendwie hier erstmal eine Runde aussteigen. Wir laden schon mal zurück. Es ist 80.000 Liter Wasser drin, das ist schon mal gut. So, jetzt geht es hier vorne in die Produktion. Hilfe an. So. Ja, Wasser ist eigentlich noch genug drin, theoretisch gesehen, aber wir können ruhig eine Ladung da rein donnern, das ist nicht das Problem. So, dafür werden wir ihn jetzt hier erst einmal voll machen lassen. Und in der Zeit, ja, da kommt die Wassergeschichte, da steht auch Wasser drauf. Da sind wir bei den Zügen, dann gehen wir einmal zu den Dreschern durch. So, er ist fertig, das ist doch schon mal was. Abfahrer entlassen. Wir machen hier die Hilfe aus, wir können hier den Kurs ausmachen. Wir machen den Motor an und wir machen das gute Rohr raus. So. Da haben wir schon mal eine Runde rumgeskippt. Dass er schon mal sein Werk einfährt. So, das kann auch aus. Sehr schön. Wir wollen mal das Rohr anknicken lassen. Da ganz hinten geht's raus. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir ihn als nächstes hinstellen. Bin mir noch gar nicht so sicher. Unten am Feld fürs nächste steht auf jeden Fall was. Die anderen Felder unten sind wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Wir schauen einfach mal. Also rein weg von der Reihenfolge her muss auch vom Berg runter. Aber daran liegt, dass das Feld unten ja in der Bearbeitung schon viel weiter ist und das andere überhaupt noch gemacht werden muss. Das heißt also, die beiden Felder unten sind auf jeden Fall dran, bevor dieses Feld hier dran ist. Also ich kann es auf jeden Fall erstmal ein Stockwerk tiefer fahren, sozusagen. Weil auf der Karte, die Minimap seht ihr da unten ja, die 44 und die 45. 45 muss eh noch. Dafür steht ja schon ein Drescher da, aber wir sind jetzt ja schon dabei, die 44 fertig zu machen und hier ist noch gar nicht angefangen. Das heißt, dann wird die 44 auch wahrscheinlich eher fertig sein. Das mit dem Umschalten, ich nicht genau weiß, wie das hinkommt, ob ich noch das schaffe in dieser Phase, weil wir schalten ja mal durch die Wachstumsphasen, ob ich das in dieser Phase hier noch schaffe, beides dann anzupflanzen, das müssen wir mal gucken. Kriegen wir aber auf jeden Fall raus. Deswegen fahre ich ihn jetzt auch nicht zu weit, sondern einfach nur hier runter und stellen hier vorne ans Feld und dann gucken wir einfach mal. So. Zwischen Innenansicht fahren, ist auch mal was Feines. Sieht man die ganzen Anzeigen. So. Ja, da kommen wir rein.
Ein bisschen Innenansicht fahren, ne? Da merkt man es richtig, wie hügelig das hier ist und wie huckelig das vor allen Dingen ist, die kleinen Stellen auch zum Teil. So, hier steht das Schneidwerk, der andere steht vorne an der Kante. Ich werde jetzt hier auch mal an die Kante parken. Wir sind hier relativ kompakt. So. Da bleiben wir jetzt stehen. So, aus habe ich ihn gemacht. Das ist alles Tüfte. Müssen wir nach oben wieder. Weil er muss jetzt runter vom Feld, logischerweise. Und sobald ich jetzt hier vorne an der Feldkante angefangen bin, werde ich gleich aber erst den Streudünger hier drauf fahren lassen. Natürlich ein Traum, wenn er schafft, das hier noch zu düngen, bevor der Rubber unten fertig ist, ne? Das hätte was. Aber da steckt man von der Geschwindigkeit her nicht drin. So, und ausgestiegen. Hier haben wir das gute Stück. So, dann. Wir sind auf der 46. Düngen. Da sind wir. Mal gucken, ob er das einfach so macht. Am ersten Wegpunkt und einstellen. Mal gucken, wie er dahin fährt oder wie er es macht. So, okay, der MAN ist da. Das ist okay. Das heißt, dann können wir eine Runde den Mist da leer machen. Können ihn auch gleich wieder zurückschicken. Können den Wassertank leer machen, den auch wieder zurückschicken. Und dann können wir noch eine Runde Getreide rüber schicken, weil das ist das, was wir auf jeden Fall machen müssen. Ich sehe da hinten das Startschild. Und von der Reihenfolge her, von der Fahrrichtung her sehe ich hier die Pfeile hier entgegenkommen. Das heißt, hier vorne ist der Start und auch gleichzeitig das Übergehen in die zweite Spur, also in das zweite Vorgewende. Deswegen dürfte er jetzt hier eigentlich einfach frei anfangen, wenn ich mich nicht täusche. Er dürfte jetzt jeden Moment den Spaß anschmeißen. Ja. Ja, super, das läuft. So muss das sein. So wollen wir das haben. So. Ja, und er ist tatsächlich gleich fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich nochmal versucht, einen Bogen zu drehen. Aber ich kann ihn eigentlich auch jetzt hier entlassen. Ausmachen. Zusammenfalten in Ruhe. Durchskippen zum nächsten, weil ich muss jetzt natürlich sehen. Was heißt sehen? So super eilig ist es nicht, aber er muss natürlich jetzt hier weg. Ich muss natürlich dann, obwohl er ist eigentlich das Unwichtigste momentan. Weil die nächste Ernte ist jetzt eh nicht und er muss das einfach nur wegfahren. Ich lasse ihn einfach mal hier stehen kurz. Der ist eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Okay. Aber wir machen es mal trotzdem und machen den mal zu. So. Sehen zu, dass sie weiterfahren. Ne, wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir den den Grubber runterkriegen vom Feld und da die Sämaschine starten lassen. Das ist natürlich jetzt der Punkt. Vorne seht ihr unseren Tankwagen stehen. Passt also alles. Hier werden wir jetzt eine Runde Mist reingeben. Das sieht auch gut aus. Dann dürften wir von beiden so ungefähr 150.000 drin haben hier, schätze ich. Das ist dann ganz okay. Ja, dass das hier so mittendrin abgeschüttet wird und nicht da an die Schräge, dafür kann ich leider nichts. Oh, ich sehe gerade, wir werden hier wahrscheinlich schon fast Richtung 200.000 gehen, aber das ist kein Problem. Ich glaube, mit dem Tankwagen könnten wir vielleicht sogar bei der Biogasanlage vorbeischauen, weil da war, glaube ich, auch schon wieder einigermaßen was drin. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall über 200.000 gekommen. Und Gülle war, glaube ich, über 150.000. Mal gucken. So, ich mache hier schon mal den Kurs wieder an. So. Dünger zu hoch, da haben wir schon. Ersten Wegpunkt, sieht ganz gut aus. Nicht, dass sie gleich direkt hintereinander herfahren, das ist nicht ganz so praktisch.
So, und einstellen, am Schluss anhalten und dann mal los. So, den fahren wir einmal hier rum. Und den lasse ich dann mal in Ruhe abtanken. Und da muss ich sehen, dass wir eine Sämaschine da rankriegen. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich über dich anpflanzen wollte. Oh, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich überhaupt pflanzen wollte. Wir gehen einfach mal nach Bestände. Das ist die einfachste Variante, ne? So, hier haben wir mal so einen Kreis gefahren. Über noch die Fahrspur von dem anderen LKW. Aber wir müssen ja noch nicht los und wir müssen erstmal hier den. Oh, da fing ja schon fast an zu kippen. Wow. Der muss jetzt hier erstmal hin und den Wassertank leer machen. So, ja, und während wir das machen, ist auch leider die Folge für heute schon zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Abo wäre natürlich auch super. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen, Vorschläge habt, schreibt es gerne in den Kommentarbereich. Ich bedanke mich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit fleißig unterstützen, bei all denen, die frisch neu dazugekommen sind. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.